Hallo zusammen und willkommen zur Videoversion unserer Kodi-Serie. Heute geht es um Add-ons und wie ihr sie installiert. Dafür gibt es zwei Wege. Auf dem Standardweg zeigen wir mal, wie ihr beispielsweise die Mediathek installiert, dürfte ein häufiger Wunsch sein. Und dann noch, wie das Ganze über ZIP-Dateien oder über fremde Repositories geht. Standardmäßig geht ihr hier unten über Add-ons und den Add-on-Browser. Und hier könnt ihr jetzt aus dem Standard-Repository, das ist die Sammlung mit den offiziellen Kodi-Add-ons, wählen. Wenn ihr da drauf geht, seht ihr gleich eine ziemlich ausführliche Liste mit Kategorien. Ihr könnt beispielsweise bei den Video-Add-ons jetzt die Mediathek raussuchen. Ihr seht schon, das ist eine ziemlich große Liste. In diesem Fall wäre es diese hier. Das ist die Mediathek für so ziemlich alle öffentlich-rechtlichen Sender. Die Installation läuft ganz einfach über einen einzelnen Klick und schon ist die Mediathek installiert. Das Einstellen läuft dann über das Kontextmenü und Settings. Und da kommt es jetzt darauf an, was für ein Add-on ihr installiert habt. Da könnt ihr mal mehr, mal weniger, mal gar nichts einstellen. Soweit so einfach. Wenn ihr jetzt nach oben installiert, seht ihr auch Install from ZIP-File. Dafür gehen wir aber erstmal zu den Einstellungen, hier unten über Options. Okay, Kodi möchte nicht mit der Maus bedient werden, also könnt ihr auch hier oben drüber gehen und über die System Settings zu den Add-ons. Und hier erlaubt ihr die Unknown Sources, sprich die Installation von Quellen außerhalb des offiziellen Kodi-Repositories. Da fragt ihr euch auch noch, ob ihr das wirklich wollt. Da kann es natürlich immer sein, dass irgendein Addon Mist baut und ihr euch da irgendwelchen schon drauf ladet. Trotzdem, irgendwann kommt ihr eigentlich kaum drum rum. Dann geht ihr wieder zurück zu den Addons und wählt dann den Punkt MyAddons beispielsweise. Da ist die Navigation immer ein bisschen wirr. Jetzt geht es weiter über Install from ZIP-File. Und in diesem Fall ist mal eine Beispiel-Repository von einem Kodinauts-Nutzer. Da ist jetzt nichts drin, aber ihr seht das Prinzip. Ihr wählt also hier unten die ZIP-Datei aus. Und oben kommt die Meldung, es ist installiert. Ihr seht aber erstmal gar nichts. Den Unterschied seht ihr, wenn ihr jetzt wieder auf Install from Repository geht. Hier gibt es nämlich auf einmal zwei. Kodi Add-on Repository ist das, was vorhin schon da war, wo die Mediathek drin war. Das kennt ihr schon. Und hier wären dann weitere Add-ons drin. Statt eines Repositories könnt ihr natürlich auch eine einzelne Erweiterung auf diese Art und Weise installieren. Das Konzept ist da immer das gleiche. Letztendlich findet ihr die Add-ons dann unter My Add-ons. Und hier seht ihr schon an den kleinen Häkchen oder Xen oder wieder Häkchen, welche Tools installiert sind, welche nicht. Es lohnt sich ja ein bisschen durchzuschauen, insbesondere bei den offiziellen Add-ons. Bei den Programm-Add-ons ist beispielsweise das Backup sehr empfehlenswert, denn ihr merkt schon, man macht eine ganze Menge Einstellungen und da ist es lohnenswert, das Backup einfach mal zu installieren, beziehungsweise in diesem Fall zu enablen, anzustellen, da es wiederum von einem anderen Nutzer auf derselben Kodi-Installation bereits installiert war. Hier gibt es jetzt zum Beispiel eine ganze Reihe von Einstellungen, die ihr erledigen müsst, um klarzumachen, welche Dateien sollen wo gespeichert werden. Ansonsten müsst ihr hier aber nichts Bestimmtes machen. Cinema Experience, Cinema Vision, auch sehr schöne Add-ons, die ich empfehlen kann. Grundsätzlich könnt ihr dann jetzt anpassen, wie ihr möchtet. Und das war es auch schon zum Thema Updates. Zum Thema Add-ons. Die Updates kommen hier. Ihr seht, es gibt keine. Normalerweise sollte das automatisch funktionieren. Aber es schadet nicht. Schaut einfach mal, ob es etwas gibt. Auch bei Recently Updated lohnt es sich reinzuschauen, vor allem wenn ihr etwas mehr installiert habt. Und das war es zu den Add-ons. Mehr beim nächsten Mal. Bis dahin.